Hey Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Wie ihr sehen könnt, habe ich heute zum allerersten Mal den Maxim hier bei mir vom Kanal Maxim Giacomo. Ihr kennt ihn wahrscheinlich schon von YouTube. Er hat jetzt relativ frisch angefangen vor einem Jahr oder anderthalb Jahren. Und du kannst ja ein bisschen mal was über dich erzählen. Ja, ich bin vor einem Jahr knapp zu YouTube gekommen und lade seitdem regelmäßig 3 Videos die Woche hoch, auch Beauty. Und ich glaube, dadurch haben wir uns auch kennengelernt. Genau, der Maxim hat nämlich im Juli, August ein Video zu meiner Palette gemacht und dadurch bin ich auf ihn aufmerksam geworden und ich fand seine Art so angenehm und so ruhig und so entspannend, dass ich dachte, boah, da kann man mal essen gehen. Haben wir auch getan und seitdem verstehen wir uns ganz gut und jetzt sind wir endlich dazu gekommen, ein Video zusammen zu drehen. Und ja, heute ist er hier und wir werden unser Make-up komplett einmal tauschen. Er wird sich mit meinen Produkten schminken, ich werde mich mit seinen Produkten schminken. Und da wir ja so ein bisschen unterschiedlich sind auch vom Typ her, ich meine, er ist ein Mann und ich halt nicht. Und deswegen würde ich mal sagen, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, um zu sehen, wie das Ergebnis aussehen wird. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Video. Viel Spaß. Sachen von mir auf seine Hälfte gelegt und er seine Lieblingssachen, also Lieblingsprodukte, gehe ich mal davon aus, auf meine Hälfte. Und wenn das Video zu Ende ist, könnt ihr auch gerne auf seinem Kanal vorbeischauen, denn da haben wir auch ein sehr bizarres Video gedreht. Wir haben nämlich Gleitgel benutzt als Primer. Richtig, und geschaut, wie das Ganze am Ende aussieht. Und ich muss sagen, das Ergebnis hat mich auf jeden Fall überrascht. Aber den Link findet ihr dann nochmal in der Infobox. Und ich würde mal sagen, starten wir mal mit Primer. Wir fangen an. Ja. Genau. Ich benutze mehrere Primer. Ach so? Ich benutze die beiden. Ah, welchen benutzt du zuerst? Den von Rival de Loop. Ja, den habe ich auch schon. Genau. Und dann, das Video kommt jetzt online. Habe ich mir jetzt auch geholt. Und dann den anderen. Und diese benutzt von Hourglass den Veil Primer. Du hast noch nie was von Hourglass. Ich habe noch nie was von Hourglass tatsächlich benutzt. Und ist das ein Pumpkopf? Mhm. Okay. und bin deshalb umso gespannter. Wie viel benutzt du? Einen Pumpstoß, okay. Ja. Ich weiß, du benutzt immer ein bisschen mehr als normal. Aber der. Oh, krass. Genau, ich hab von denen noch nie was benutzt. Fühlt sich gut an. Fühlt sich sehr gut an. Also deiner ist auch super. Den habt ihr jetzt im letzten Video gesehen, falls ihr das letzte Video geschaut habt. Und jetzt werde ich die Perfection Make-Up Base von Trend Up benutzen. Ach, das kenne ich noch gar nicht. Ich dachte erst, es wäre Judith Williams. Nee, das hat mir eine Zuschauerin zugeschickt in einem Zuschauerpaket. Und seitdem benutze ich den jeden Tag. Ich liebe diesen Primer. Oh, crazy. Und warum beide übereinander? Ich habe das Gefühl, mehr ist mehr in dem Fall. Und der versorgt noch ein bisschen mehr mit Feuchtigkeit und gibt noch so einen leichten Glow. Und ich liebe es, wenn es alles so gesund und glowy ist. Ja. Und ich finde, die Kombination funktioniert ganz gut. Manchmal benutze ich sogar noch den One Minute Face Perfector von Catrice. Aber das ist dann halt wirklich Cake Face. Also wir haben eben, als wir schon zusammen gequatscht haben, festgestellt, dass ich halt wirklich extrem viel Produkt benutze. Mhm. Und sie ganz wenig. Und dadurch sind die Ergebnisse natürlich auch einfach komplett anders. Ja, aber ich finde es halt voll lustig, dass wir sind zwar irgendwie unterschiedlich, aber wir reden irgendwie ähnlich. Ja. Das ist richtig krass. Auch unsere Meinungen zu bestimmten Produkten sind auch irgendwie ähnlich. Ja. Und wir benutzen auch irgendwie manchmal dieselben Wörter. Das ist mir nämlich auch gefallen, als ich jetzt deine Videos geschaut habe, dachte ich mir so, das sage ich auch immer. Das ist richtig krass. Als Foundation sehe ich hier die Estee Lauder Double Wear. Die kenne ich noch aus meinen Douglas-Zeiten. Da habe ich hier die Nummer 2 N1 Desert Beige. Das könnte sogar mir auch passen. Ja, eigentlich ist es nicht meine Farbe. Echt? Weil ich eher so einen warmen Unterton habe. Ich benutze jetzt von NYX den Micro Brow Pen. Den kennst du nicht? Nee. Habe ich noch nie benutzt. Ich liebe den. Bin eher so das Pomadenmädchen. Zieh mir dann meistens noch mit einem Eyeliner einzelne Härchen mit rein. Nein, echt? Ja. Du gehst mit Eyeliner noch rein? Ja. Also ich habe dir einen hingelegt. mit einem braunen Eyeliner. Ach so, okay, krass. Zieh ich Haare rein. Na, jetzt bin ich mal gespannt, wie du meinen dann findest. Ich glaube, dann sind meine nichts für dich. Hä? Hast du gar nicht, trägst du gar keine Foundation? Das mache ich zum Schluss immer. Ganz, ganz zum Schluss? Nee, also ich mache meistens immer erst die Augenbrauen. Ja. Weil ich sie dann ausschneide. Ah. Bin gleich bereit. Alles gut, ich bin noch gerade dabei, meine Foundation einzuarbeiten. Hier benutzt die Dior Foundation in Matt. Die habe ich neulich auch reviewed mit der Glow Foundation im Vergleich. Und tatsächlich habe ich die Matte wieder umgetauscht, weil ich mit der nicht so zufrieden war wie mit der Glow. Farblich
bist du aber auch eine Nuance dunkler als ich. Ah ja. Oh, da bin ich jetzt mal gespannt. Und warte, bist du schon mit deinen Augenbrauen fertig? Ja. Krass, ich dachte, du brauchst eine Todeslange dafür. Nee, du hast mir auch nur dieses eine Produkt gegeben. Von Gimme Brow hast du mir. Ja, benutzt du das auch? Ja. Ja, okay, immerhin etwas. Okay, also es passt jetzt aktuell zu meinem Hals, aber ich glaube auch nur in der Kamera. Krass. Ich sehe echt ein bisschen leblos aus. Ne? Und ich sehe aus, als wäre ich gerade von Mallorca zurück. Ich cheate mal so ein bisschen und mache mir das hier. Es ist schon dunkel, ne? Du siehst ein bisschen aus wie früher in der Schule und die Mädels mit Make-up an. So, als nächstes gehe ich mal über zu Concealer. Was hast du hier? Du hast zwei Concealer. Einmal den Concealer in Define, den habe genau, ich auch. Genau, damit schneide ich immer nur meine Augenbrauen aus. Okay, das mache ich gleich. Mhm. Und den habe ich gerade nicht aktuell, aber den benutze ich auch sehr oft. Den Nabla Close-Up Stay Full Smooth Concealer. Genau. Der ist mir tatsächlich im Moment noch ein bisschen zu gelb, aber ich benutze ihn trotzdem und mische ihn ganz gerne mit anderen Concealern, weil der halt eine extrem krasse Deckkraft hat, finde ich. Ja, finde ich auch. Und ich habe halt extrem Augenringer schon. Und wie konturierst du? Mit dem Hattie Bronzer. Ach, machst du gar kein Cream Contouring? Nee, kann ich nicht. Cream Contouring ist für mich nach Eyeliner das Gefährlichste, was es gibt. Echt? Ich kann einfach kein Eyeliner ziehen. Ich hab's aber auch... Ah, okay. Good to know. Ich habe dir einen schönen Cream Contour Stick mitgebracht. Ich kann gar nicht mehr ohne. Ich finde, das sieht so viel besser aus. Vielleicht über... Boah, ich sehe aus, als wäre ich gerade völlig erholt aus dem Urlaub zurück. Stimmt, oh mein Gott. Love it. Ich war früher voll gegen Cream Contouring. Und dann habe ich das immer wieder verwendet, weil immer wenn ich neue Produkte gekauft habe für Videos, war immer irgendwas Cream Contouring mäßig dabei, weil es ja so ein Trend war. Mhm. Dann wurde ich so oft damit konfrontiert, dass ich dann das irgendwann konnte. Krass, aber wie viel benutzt du davon? So ein bisschen, nicht viel. Mhm. Wieso? Ein bisschen mehr? Ja, genau. Genau. Das sieht doch voll gut aus. Das stimmt eigentlich. Aber der von Kiko ist echt mega nice. Was kostet der Kiko? Ist ja nicht so teuer. 6 Euro? 8 Euro? Okay. Du hast da aber meistens so eine Aktion, so Kauf 3, Zahl 1. Geil. Love a good cheap Make-up Day. Oh, ja. Dadurch, dass ich halt im Moment so viele Produkte auch teste, ich auch jeden Tag ein anderes Produkt benutzen muss. Also ich habe gar nicht so eine... Ich muss gucken beim Viewfinder, wie weiß ich das? Ich habe gerade zufällig reingeguckt, sorry, dass ich dich unterbrochen habe, aber ich konnte nicht mehr. Ich bin einfach, ich sehe aus wie ein Geist und du siehst so richtig erholt aus. Ich sehe aus, als hätte ich die Sonne 20 Jahre nicht gesehen. Es ist sehr gut für die Haut. Ja, okay, du wolltest sagen. Ich probiere jetzt erstmal einen Concealer aus. Tatsächlich habe ich auch den noch nie probiert, den Augenlöscher. Echt? Oh, Beste. Den Augenlöscherauge. Der Löscherauge. So, komischer Name, aber tatsächlich schwärmt davon jeder. Ich habe ihn aber noch nie gekauft, weil ich tatsächlich da immer ein bisschen geizig war. Aber ganz kurz, du benutzt ja komplett andere Augenbrauenprodukte als ich. Was ist das hier? Das ist zum Setten der Augenbraue zum Schluss. Ah, zum Schluss. Genau. Aber ich kann ja schon mal die durchkämmen damit. Genau, aber die kleben dann, ne? Ah, ist nicht schlimm. Also das ist tatsächlich, es riecht auch ein bisschen stärker. Ah, warum benutzt du nicht den dünnen Stift, sondern diesen angeschrägten? Ich habe den auch. Ich habe alle, ich wechsle halt immer. Na gut, ich benutze mal das, was du mir hingelegt hast. Ich male halt damit keine Härchen rein, ne? Ah, du füllst also damit nur auf. Also ich fülle damit nur auf. Also jetzt du siehst ein bisschen älter aus, muss ich sagen, mit der dunklen Foundation. Ich sehe aus wie meine Familie. Zum Baking ist das hier. Mhm. Das Hourglass Veil Translucent Setting Powder. Mhm. Auch noch nie benutzt. Schüttest du das rein? Ach so, warte. Das zeige ich dir natürlich. Pass auf. In den Deckel rein. Das ist ja ein Hack. Krass. Ich bake halt auch extrem viel und auch mit extrem hellen Produkten. Einfach weil ich es extrem hell unter meinen Augen haben möchte. Ja. What's wrong? Du hast ja hier dieses Dings hier. Das habe ich voll übersehen. Das habe ich auch noch, ja. Ah. Also, okay. Ich benutze jetzt hier das K-Brow. Genau, also das ist der erste Schritt. Damit mache ich die Umrandung. Ich glaube, du settest dann dein Gesicht mit dem hier, ne? Genau. Das ist... Von Kiko. Wirklich? Das ist Kiko? Ja. Yeah. Das Packaging sieht aus wie nicht Kiko. Ja, also teuer. Ich habe relativ viele Drogeriesachen. Krass. Oder günstige Sachen drin, die aber nicht so aussehen, weil das Packaging halt so krass ist. Ja, das sieht mega aus. Ich liebe das Baking Powder. Das sieht cool, richtig ne? gut aus, ja. Ist richtig so... Machen wollte. Fast. Das ist voll durch. Es ist
tatsächlich das dritte Video, was wir jetzt zusammen drehen. Mhm. Wir haben eben eine kurze Pause gemacht und was gegessen, weil wir einfach so ausgemacht sind. Kiese ist auch heute erst nach Berlin gekommen zu mir. Extra nur für dich. Extra. Aber du kannst ja den Leuten mal erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Ja, lustige Geschichte. Ich habe Kieses Video schon eine ganze Weile geguckt und ich hatte irgendwie im Gespür, weil du, glaube ich, irgendwann mal was gesagt hast, dass du was rausbringst. Und dann bin ich so ein bisschen hellhörig geworden und habe mir dann jedes Mal deine Videos angeguckt, weil ich gedacht habe, oh Gott, wann kommt's? Dann kam das halt raus und dann wollte ich ganz, ganz schnell ein Video zu drehen. Aber mein Rossmann hier bei mir hat zu dem Zeitpunkt noch keinen Revolution gehabt. Und dann habe ich sie mir bei Rossmann bestellt und dann kam sie auch gleich 2-3 Tage später. Mhm. Und dann habe ich das Video gedreht und dann hat Kiso mein Video kommentiert und hat mir dann auch auf Instagram gefolgt. Und dann haben wir gequatscht und haben so ein bisschen geschrieben. Ja. Und dann habe ich gemerkt, genau, dass wir irgendwie von der Art her so relativ ähnlich sind. Wir sind ruhig, wir sind nicht zu, wir hauen nicht drauf oder so, sondern wir sind halt einfach, wir lieben die Harmonie. Ja, ein bisschen, genau. Ich meine, es geht um Make-up so. Ja. Und das, glaube ich, ist das, was uns so ein bisschen verbindet. Wir sind halt sehr produktbezogen und sehr ruhig und wir sind halt, glaube ich, hier, um einfach Reviews zu geben. Genau. Und das machen wir. Dann wollte ich wissen, ob er in Real Life auch so ist. Da haben wir uns einfach mal kurz zum Mittagessen getroffen und haben echt gut gequatscht. Dann dachte ich mir so, ja, ja, das kann man so ja zwischen uns. So. Jetzt benutze ich das Puder Can't Stop, Won't Stop von NYX zum Setten. Genau, damit sette ich einfach nochmal alles so ein bisschen. Den habe ich tatsächlich auch immer in meiner Tasche. Also ich habe den vor 2 Wochen angefangen und ich habe jetzt schon Hit the Pan. Ich bake im Moment am allerliebsten mit dem Fenty Puder. Das ist einfach... Oh, da kommt aber viel raus. Ich schäme mich so dafür. Ich hätte mir Reviews von anderen Leuten angucken müssen. Da war nämlich in der Verpackung nochmal so ein Schutz mit drauf. Achso, ja genau. Hast du ihn weggeschmissen? Ja. Das ist dein Bronzer hier? Ja. Kiese benutzt den Guerlain. Passt zu deinem Manne da gerade. Da ich ja noch nicht braun genug bin, möchte ich auch noch ein bisschen bronzen. Und den benutzt meine Mutter auch. Terracotta von Guerlain. Der ist so ein bisschen schimmernd, ne? Wie sprichst du das aus? Terracotta von Guerlain. Guerlain? Ich sag immer Guerlain. Guerlain, I don't know. Aber ich glaube, man sieht auf meiner Hautfarbe jetzt, glaube ich, auch nichts mehr davon. Hi, mein Name ist Maxim und ich lebe auf Mallorca. Guck mal, ich sehe jetzt noch heller aus, als ich schon bin. Bist du auch so braun wie ich jetzt? Ja. Krass. Und Judith Williams hat es trotzdem geschafft, uns zu verbinden. Das ist crazy, oder? Ich komme immer noch nicht drauf klar. So, jetzt gehe ich mit Maxims Hattie Bronzer rein. Oh, gut, dass ich ihm ein neues mitgebracht habe. Ja, ich bin so dankbar, weil ich... Ich liebe diesen Bronzer und der ist einfach leer. Ist das dein Blush? Hm? Kiese benutzt auch von Hourglass den Blush in Ambient. Den Ambient Blush in Luminous Flush. Wow. Guck mal, jetzt passt mir der Bronzer auch mit der Foundation. Ich glaube, dass du schon ein Stück zu dunkel bist für den Bronzer, dass da ein Effekt wirklich kommt. Ja, für mich ist es ein zu dunkles Puder. Ich finde, hell zu sein hat irgendwie was Elegantes. Tatsächlich habe ich das Gefühl, dass dann einfach andere... Das ist voll racist, wenn ich das jetzt sage. Ich habe das Gefühl, wenn meine Foundation ein bisschen heller ist, dass dann andere Produkte, zum Beispiel Blush oder so, bei mir persönlich krass hervorkommen. Ich stehe halt auf diese Korallblushes und die kommen halt immer schöner raus, wenn ich eine hellere Foundation drunter habe. So wie wenn du so eine weiße Leinwand hast. Genau. Dann, ja. Ich finde, bei mir ist es so, dadurch, dass ich ja auch viel Fashion mache auf Instagram, sehe ich einfach besser gebräunt aus, weil wenn ich so helle Sachen trage, dann ist der Kontrast nochmal höher. Ich bin nämlich ein Selbstbräuner. Zum Setten meiner Augenbrauen benutzt Kito so genauso wie ich von Benefit den Gimme Brow. Sie in der 6, ich glaube ich in der 4 eigentlich. Aber ich finde bei Gimme Brow ist merkt man egal. Merkt man keinen Unterschied. Ich habe jetzt ein Problem. Du benutzt eine Lidschattenbase, ne? Und ich habe mein Augenlid gesettet. Tja, nicht mein Problem. Kann ich den Step überspringen? Ja, darfst du. Es sei dir gestattet. Okay, thank you, weil das wäre jetzt unfair. Du benutzt keinen? Ich benutze keinen Lidschattenbase. Ich bin halt auch einfach nicht der größte Lidschattenbrow. Also was ich eigentlich verhältnismäßig gut kann, glaube ich, ist Base und Augenbrauen eigentlich. Aber so Lidschatten und Eyeliner und so, das ist halt auch etwas, was ich halt einfach nicht jeden Tag mache und demnach auch die Übung fehlt. Ja. So eine Base habe ich jeden Tag im Gesicht. Aber ich glaube, ich fange auch schon mal an mit Lidschatten und benutze davon von Kiso die Revolution und Kiso Palette. Und ich glaube, dass ich zur Feier des Tages den Look recreate, den ich damals in dem Video zu deiner Palette hatte. Oh, woo. Also was ich momentan mega gerne verwende, ist einfach nur Oktober. Links und rechts auf der... Links und rechts. Links und rechts. Oben und unten. Und das war's.
Das ist gerade so mein Go-To-Look, wenn ich keine Zeit habe oder wenn ich morgens keinen Bock habe. So ein Monochroma-Look einfach. Ja, genau. So, von Maxim habe ich jetzt die Luvia Golden Eyeshadow Palette bekommen. Die sieht so hier aus. Das ist eine warme Palette. Wo bekommt man das nochmal? Bei Rossmann, Douglas? Die gibt es mittlerweile bei Douglas. Die gibt es aber auch online und bei Amazon tatsächlich. Hm. Über Amazon Prime, also sehr, sehr schnell. Ich liebe Oktober, ne? Oktober ist, glaube ich, mein neuer Lieblingston. Was bist du für ein Sternzeichen? Ich bin Schütze. Oh, wann ist das? Dezember. 14. Dezember. Kann ich jetzt nichts zu sagen. Bist du so sternzeichenaffin? Ja, ich finde das immer. Na, ich habe das Gefühl, alle Menschen in meinem Umfeld sagen, oh, was bist du für ein Sternzeichen? Oh, krass, total. Ja, jetzt wo du sagst, erklärt alles. Und ich denke mir so. Ich weiß gar nichts über Sternzeichen. So. Ich weiß, wann ich Geburtstag habe. So. Aber wir können ja gleich mal lesen. Komm, während du dich schließt, ich guck mal nach, was das Sternzeichen von Maxim so aussagt. Menschen mit Aszendent Krebs zeichnen sich durch ihre große Sensibilität aus. Ja. Was sie wahrnehmen und erleben, wird tief in ihrem Inneren aufgenommen und emotional verarbeitet. Sie spüren dabei eine tiefe Verbundenheit mit der Natur und ihrer Umwelt. Can't relate. Also ja oder nein? Ein bisschen. Krass. Also bei mir steht zum Beispiel drin, dass ich so konfliktscheu bin. Stimmt das? Ja. Ne? Ja, ich könnte keinen Beef anfangen. Also wer auch immer da draußen auf die Idee käme, dass ich Beef anfangen könnte. Sorry, mein Sternzeichen kann es schon nicht. Also ich kann nichts dafür, aber mein Sternzeichen ist einfach beefscheu. Ich würde nie mit Absicht Beef anfangen. Darauf würde ich im Leben nicht kommen. Und wenn ich merke, ich bin in einen Beef verwickelt, dann springe ich direkt ab. Das erinnert mich auch so ein bisschen an Oktober bei dir. Stimmt. Du musst halt bei den Farben musst du immer ein bisschen aufbauen. Ja. Und dann sind die, aber die lassen sich halt eigentlich wirklich gut verblenden. Voll. Wie viel kostet die? Ich glaube 20 Euro. Oh ja. Ist halt kein Drogerie, ne? Also, echt? Ne, es ist eher so ein Zwischending. So ein Zwischending, genau. Also qualitativ sind die wirklich mega gut. Ich bin halt ein Riesenfan von den Pinseln von denen. Na okay, BH kostet ja auch 20 Euro. Das eben. Ist eigentlich und auch so ein Mittelding. Genau. Drogerie und so im höheren Drogeriebereich. Ja. Schon krass, mit diesem krass weißen Make-up kommt der Lidschatten noch krasser hervor. Ich habe Bloodlust genommen und damit so ein bisschen mein Lid benetzt und dann bin ich mit Rain rübergegangen, das mache ich jetzt hier gerade und toppe das einfach, weil ich es total schön finde, wenn so ein Schimmer einfach nochmal so einen anderen Schimmer mit drunter hat und auch gerade bei so Farben, die gegensätzlich sind, also Rot und Gelb, beziehungsweise so ein Gold, finde ich, sieht das dann zusammen immer ganz schön aus und ist dann nicht ganz so flash in your eye, sondern eher so subtil und kann das dann schöner verblenden miteinander auf meinem Lid. Aber du hast keine Cut Crease gemacht? Nein. Okay. Ich habe auch ehrlich gesagt vergessen, dass ich damals geschminkt habe. Ich weiß nur noch, dass ich Maldives unten hatte. Und dann toppe ich das Ganze nochmal mit Khaleesi oben drüber. Nehme nochmal ein bisschen Clumsy, weil der halt so stark ist. Nehme ich mir den nur ganz leicht außen hin. So, ich gehe jetzt in das Braun und gehe auch damit außen lang. Ich finde, seitdem ich YouTube mache, gehe ich auch selbstbewusster mit mir als Mann mit Make-up um. Mhm. Und das hat mich so ein bisschen einfach dazu gebracht, auch im Alltag mehr Make-up zu tragen. Und da renne ich nicht mit Lidschatten rum. Das ist zu viel. Hast du Probleme mit damit? Beziehungsweise fällt es dir schwer, als Mann Make-up zu tragen? Für mich ist es zum Beispiel ja voll normal. Für mich ist es mittlerweile auch normal, weil ich halt einfach sehr, sehr selbstbewusst damit umgehe und auch einfach dazu stehe und es. Und du hast ja auch Leute, die hinter dir stehen. Also genau, und ich setze mich halt auch wirklich massiv dafür ein, dass es anerkannt wird, dass Make-up nicht nur für Frauen ist. Ich meine, es steht nicht drauf. Ich würde niemals Schminke kaufen, wo drauf steht, nur für Frauen. Steht das irgendwo drauf? Gott sei Dank nicht. Hier ist gar kein Schimmerton drin, ne? Mm-mm. Kannst den Highlighter benutzen, das mache ich immer. Ich cheate immer. Gut, dann benutze ich mal den Highlighter. Und zwar ist es der von Jeffree Star. Ja, den musste ich leider neu pressen. Ah ja, ich sehe schon. Weil der ist kaputt gegangen, der ist beim Zoll angekommen. Oh nein. Und dann war er kaputt. Ich glaube, das ist nichts für mich. Ne? Das ist ein bisschen zu grob. Immer wenn ich mich schminke, sehen meine Arme einfach so durchgerollt aus, weil ich meine Pinsel zwischendurch immer an meinem Arm sauber mache. Du brauchst sowas hier. Ich habe sowas, aber es funktioniert nicht bei mir. Was? Nee. Als Inner Corner Highlight nehme ich Marshmallow. Oh, die sehe ich gleich wieder. Baby. Als nächstes benutze ich von Rivada Loop Young den Lip Liner, weil ich brauche jetzt was auf meiner Foundation-Lippe.
muss weg. Ich habe Angst jetzt mit dem Eyeliner, Freunde. Oh, jetzt kommt's. Kiesel benutzt von Key Best den Quick Dry Smooth Liquid Eyeliner. Der ist von Wish. Ist der gut? Ja, das ist mein Lieblings-Eyeliner. Love it. Durch YouTube finde ich es richtig krass, wie viele Schätze ich gefunden habe. Oh, der Lip Liner ist nice, dann wird dir meiner bestimmt auch gefallen. Nur meiner ist zum Rausdrehen, ich bin heute zu faul zum Anspitzen. Mhm. Wie er nicht reden kann, ich kann gar nicht reden. Aber es geht sogar. Also es ist nicht der schönste Wing. Doch, geht doch. Ich muss sagen, mit dem Blau jetzt auf deinem Augenlid passt das sehr gut zu deinem Tarn. Ja, ne? Ich sehe aus wie eine kleine brasilianische Samba-Tänzerin. Es ist auch so kompliziert, ich zuckt immer die ganze Zeit so mit meinen Augen. Aber wenn du jetzt dein Lash-Lifting nicht hättest, könntest du dann trotzdem Wimpern kleben? Ja, also schon. Es dauert auch einen Moment. Mhm. Ach, aber es funktioniert. Ich weiß nicht, warum links mir gerade besser gefällt als rechts. Und ich sage am Anfang noch, links wird noch weniger als rechts. Ist der Lip Liner aktuell? Ich glaube, der ist ein Standardsortiment. Geil. Ich liebe den. Der kostet 90 Cent, glaube ich. Und ist einfach mega. Also mein Problem ist das Anspitzen. Warum? Ich habe einfach keinen Bock auf Anspitzen. Ich glaube, ich habe noch nicht mal einen. Hast du Eyeliner für mich? Nein. Okay. Ich glaube, ich habe einen Eyeliner hier. Wenn ich Eyeliner geschickt bekomme, geht der sofort weiter, weil ich... Ich horte die immer, weil ich so einen Eyeliner im Monat aufbrauche. Krass. Na gut, dann klebe ich mir meine Wimpern auf. Ich liebe die Snapscara. Habe ich noch nicht probiert. Aber das ist diese hier. Mhm. Das, die ist neu, ne? Mhm. Verhältnismäßig. Ja. Von Maybelline. Mhm. Magst du kein Maybelline? Sie mögen mich nicht. Ich dachte L'Oreal oder die komplette Gruppe. Komplette Gruppe? Okay, sie sieht mega schön aus. Mascara. So, meine Wimpern sind wie immer von Leni Lashes. Kaufst du manchmal bei Kosmetik von Leni? Ja, tatsächlich. Ja, die haben mir auch welche von Leni Lashes zugeschickt. Und wenn ich Wimpern trage, dann trage ich die auch sehr, sehr gerne. Auf deinen Lippen benutzt du nur den Lip Liner von P2? Ja. Die gibt's nicht mehr, ne? In Hamburg, in Butni gibt's die noch. Ich habe mir das von einer Zuschauerin holen lassen. Geil. Die hat für mich dann 20 Stück geholt. Süß. Ich fand's so schade, dass P2 rausgegangen ist. Richtig, richtig schade, weil dieser Lip Liner war... Das war meiner. Aber das ist mein alltäglicher Lip Liner. Und du benutzt den komplett auf der ganzen Lippe, ne? Ja. Also die Mascara gefällt mir sehr gut. Maybelline, I like. Naja, schön. Ich fühle mich jetzt ein bisschen wie Kylie. Ich habe es auch ein bisschen übertrieben mit Lip Liner. Aber ist es bei euch auch so? Ich mal einfach immer rüber. Automatisch. Ich glaube, ich bin durch. Highlighter fehlt noch. Ich habe ganz kurz noch Mascara zu Ende. So, als Highlighter nehme ich Khaleesi. Ich benutze sie ja jeden Tag, aber in den Videos benutze ich sie halt nie, weil ich Angst habe, dass ich den Leuten damit auf den Sack gehe. Deine Palette? Ja. Ja, wenn man etwas zu viel zeigt, nervt das ja auch irgendwie die Leute. Oder wie seht ihr das? So, dann probiere ich doch mal den Jeffree Star Highlighter jetzt als Highlighter. Ah ja, jetzt kommt er. Da ist er. Er ist halt auch sehr, sehr dunkel. Ja. Manchmal toppe ich den noch, manchmal toppe ich ihn nicht. Jetzt geht's auch mit, jetzt wo alles fertig ist, geht's jetzt auch mit meiner Gesichtsfarbe. Ich bin nicht mehr ganz geistig. Und ich werde immer dunkler, habe ich das Gefühl. Du siehst ein bisschen trashig aus? Ja, ich muss nicht sagen. Aber ich liebe diesen Eyeliner. Können wir kurz über diesen Eyeliner sprechen? Der ist echt gut geworden. Oder? Also dafür, dass du den nicht magst. Und also nicht kannst. Da ist der rechte schlimmer geworden. Also der rechte ist auch nicht so meins, aber der ist... so recht. Aber deine Lippen gefallen mir. Ja, ich mag es gerne voll. Also ich glaube, wenn die Foundation passen würde, nur die Foundation und der Concealer, dann wäre alles komplett anders. Du würdest direkt anders wirken, aber jetzt durch dieses Dunkle... Sieht das alles spannend aus, um es vorsichtig auszudrücken. Setten tust du nicht, ne? Mit Setting Spray? Mhm. Auch ab und zu, aber nicht wirklich. Nicht ernsthaft. Meine ich nicht ernst. Oh. Das ist aber eine spannende Farbe. Der ist sehr pigmentiert. Ich dachte, der ist von Vulvos. Justa? Ja, gibt's bei Vulvos aktuell. Was ist denn Vulvos? Vulvurf? Ach so. Ich dachte, ich hab grad Vulvos. Ich sag immer Vulvos. So richtig schönes deutsches Englisch, Vulvos. Der ist eigentlich ganz schön. Du siehst aus wie ich und ich sehe leider nicht so aus wie du. Das liegt wahrscheinlich auch daran, weil ich so helle Haare habe. So, und jetzt noch das Spray. Ganz ehrlich, was bringt dieses Spray? Eigentlich ist es ein Primer-Spray. Ah ja, und dann macht das auch Gesicht auch so schön glatt.
Nee, das macht gar nichts als Primer Spray, finde ich. Aber den Tipp habe ich von Niki Tutorials. Sie benutzt das als Setting Spray und dann hält das Make-up den ganzen Tag. Ist das so? Ja. Ich benutze manchmal auch 4 verschiedene Setting Sprays. Okay, krass. Also ich benutze halt wirklich viel Produkt. Immer, jeden Tag, bam, 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 Schicht für Schicht für Schicht und dann hält's. Ja, also wenn ihr den Trick wissen wollt, schaut bei ihr vorbei. Jetzt sieht man so krass den farblichen Unterschied zwischen uns beiden. Das ist schon krass, ne? Ich wirke deutlich heller als sonst und du wirkst deutlich dunkler als sonst. Also ich finde, bei mir sieht es noch schlimmer aus als bei dir. Bei dir könnte man die Gesichtsfarbe abkaufen, aber mir nicht. Also ich sehe wirklich aus, als hätte ich die falsche Foundation-Farbe drauf. Hm. Hättest du ein softeres Augen-Make-up benutzt, so ein bronzy, soften Look, dann würde es eher so Sunny Boy aussehen. Jetzt ist es eher... Ich finde es lustig. Deine Base gefällt mir eigentlich mega gut. Ich finde das Augen-Make-up ein bisschen zu viel. Das hätte perfekt zu diesem Make-up gepasst. Wahrscheinlich. Aber das ist wahrscheinlich jetzt meine Lidschattentechnik. Wenn ich Lidschatten mache, dann ist es halt sehr, sehr extravagant und alles nicht so... Nicht so clean, nicht so schlicht. Mhm. Aber dadurch, dass es halt jetzt eine komplett andere Base ist, nur mit meiner Technik, passt das irgendwie nicht zusammen. Weil es sieht tatsächlich aus, als wäre ich zu lange auf dem Ballermann gewesen jetzt. So fühle ich mich auch. Der Malle-Maxim. Malle-Maxim ist am Start. Das ist jetzt mein Sprichwort für dich, wenn du eine zu dunkle Foundation hast. Okay, tja, also wir sind sehr gespannt auf euer Feedback, was ihr dazu sagt. Findet ihr, das Make-up passt irgendwie trotzdem zu uns? Würdet ihr uns raten, damit auf die Straße zu gehen? Weil ich gehe jetzt so raus. Ich wohne Gott sei Dank hier. Dann kann mich Gott sei Dank gleich abschminken. Aber bei dir sieht es wirklich gut aus. Ich habe jetzt kein Problem damit. Ich sehe nur blasser aus als sonst, aber ich habe genug Bronzer drauf, dass es nicht auffallen würde. Dass es anderen auch nicht auffallen würde, aber ich finde bei dir... Es ist zu viel. Ja. Zu viel ist heller kann man, glaube ich, immer gehen, aber sobald man dunkler geht, das wird schnell schwierig. Ja, aber da könnt ihr auch gerne eure Erfahrungen in die Kommentare schreiben. Habt ihr schon mal mit eurer besten Freundin oder besten Freund das Make-up getauscht und was ist bei euch dabei rumgekommen? Ja, das ist nun unser Ergebnis. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben für mehr Videos von uns beiden. Sehr gerne. Genau, und sein Video findet ihr natürlich auch nochmal in der Infobox. Hier verlinke ich euch nochmal zwei Videos. Hier könnt ihr gerne uns abonnieren. Nein, ich freue mich. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich freue mich auch, dass es endlich geklappt hat. Wir wohnen ja leider nicht mehr in derselben Stadt. In der Nähe. Aber wir haben es geschafft. Selbst in Berlin würdest du nicht in meiner Nähe wohnen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.